Hallo und herzlich willkommen zum LS19, der Challenge auf dem Zweisteinhof mit Mikado und dem Lohnunternehmen Tiger Farm. Hallo. Hallo. So, heute ist Tiger Farm mal wieder bei Mikado. Ja. Und ich habe noch eine kleine Ankündigung. Und zwar wird das Let's Play jetzt nicht mehr um 18 Uhr kommen, sondern wie ihr jetzt wahrscheinlich schon gemerkt habt, es ist schon 14 Uhr. Das heißt, es kommt zukünftig immer um 14 Uhr. So. Und wir haben noch ein paar neue Mods mit drauf. Welche sind denn das? Ach ja, die... Sind zwei, die was die Rundballen betrifft, dass die Maschine automatisch entlädt bzw. anhält. Und wir haben noch ein kleines Farmhaus mit drauf genommen. Das Fachwerkhaus, das wird sich gegen Abend dann Tiger Farm kaufen und auf seinem Gelände platzieren und somit auch die Zeit und das Schlafen bestimmen. So, und die Kosten dafür teilen sich Mikado und ich. Und, ja. Genau. So, gut. Dann let's fetz. Viel Spaß euch. Ich verziehe mich mal nach unten. Ja, danke. Jo. Bis später. Ciao. Bis später. Bitte. So. Wie gesagt, wir haben jetzt Mods drauf, die uns das Ballenwickeln erleichtern. Der fährt aber schnell hin. Die Ballen werden jetzt automatisch dann ausgeworfen. Wir müssen eigentlich nur noch Gas geben. So, wir merken jetzt gleich, der wird gleich anhalten, den Ballen auswerfen. Zack. Er wirft den Ball nach hinten, wird den gleichzeitig wickeln und wir fahren weiter. Ist sehr einfach und sehr cool. Die Einstellung könnt ihr hier selber treffen. Zum Beispiel, ich habe jetzt auf Ablegen von... Nee, nicht. Sammeln. Also ich möchte, dass der hier Ballen sammelt. Und dann nachher direkt relativ schnell nacheinander ablegt. So müssen wir nachher beim Ballen sammeln. Also laden. So, zack, der wird gleich anhalten. Falls es denn klappt. Zack, er hält an. Wirft den einen Ballen ab. Gibt den anderen raus. Und fängt jetzt an, den zu wickeln. Das ist sehr praktisch, so können wir nämlich länger fahren, wie wenn der jedes Mal anhält, um einen einzigen Ballen hier abzuwerfen. Na, den hat er jetzt direkt abgeworfen, jetzt sammelt er gleich wieder. Das ist supi einfach. So, wir werden heute hauptsächlich wirklich Ballen pressen, um dann nächstes Mal die Ballen zu verkaufen. Ich hoffe mal, dass Mikado uns den Preis bis dahin nicht kaputt macht. Beziehungsweise sollte er uns den Preis kaputt machen, werden wir die Silageballen einfach sammeln. Und ja, dann zu einem guten Preis verkaufen. Ich glaube, wir werden heute uns wirklich nur mit Ballenpressen beschäftigen. Weil wir haben noch so viel geschwadetes Gras. Eigentlich wäre dafür ein Lohnunternehmer recht nice. Aber haben wir leider noch nicht. So, der hält immer relativ abrupt an und geht voll in die Eisen. Aber das ist notwendig, dass er hier eben die ganze Schwad mit aufnimmt. Sonst würde er immer ein Fetzen zwischen den Ballen liegen lassen. Hey, da hinten lag auch noch was. Können wir das nicht noch aufsammeln? Na egal. Schön ist, dass das ganze Ding jetzt hier ordentlich läuft. So, wir suchen immer noch gerne Mitspieler, die
ein Teil des Lohnunternehmens werden wollen. Also wenn ihr daran Interesse habt, dann schreibt einfach mal unter das Video. Ja, okay, das haben wir das hier noch mit auf, das ist perfekt. Das hier kriege ich nicht weg, das ist doof. So, von Mikado weiß ich, dass er inzwischen sich ein neues Silo gebaut hat. Und da wieder Silage im Fahrsilo angesetzt hat. Ich denke mal, eigentlich ist die Option mit dem Ballen pressen sinnvoller. Weil wir kriegen damit 8x4, 32.000 auf einmal weg. Müsste angenehmer sein. So, was ich jetzt machen werde, ist, ich werde mal kurz bei den Schafen sauber machen. Da müssen wir sowieso noch eine Reihe aufsammeln. Die Schafe produzieren schön fleißig für uns Wolle. So, dann ist mit den Schafen auch wieder sauber. Zickzack von mir. Heute Abend 18 Uhr kommt übrigens auch noch der erste Teil vom englischen Let's Play. Falls euch das interessiert, da probiere ich Englisch zu sprechen. Wenn euch das gefällt, dann schaut gerne mal vorbei oder wenn ihr da Interesse habt. Bin mal gespannt, wie die Resonanz so sein wird. Weil mein Englisch ist natürlich nicht so perfekt, wie es sein könnte. Ich bin mal gespannt, wie das ankommt. Ich glaube, wir kriegen sogar hin, dass wir die Ballen heute alle pressen. Geht wesentlich schneller durch die automatischen Ballenablegefunktionen. Haben wir eigentlich einen Ladewagen? Nee, gell? Gedüngt haben wir das Feld, glaube ich, auch schon zweimal. Das heißt, am Feld müssen wir erstmal nichts machen, außer wenn es dann erntereif ist. Ups, also. So, von den Zielen her ist, glaube ich, alles ganz klar. Wir müssen ja auch noch ein Farmhaus bauen. So, hier haben wir hier angepflanzt.
Ich muss immer ein bisschen gucken, heute ist Montag. Das heißt, die letzte Aufnahmesession ist schon eine Woche her. Aufnahmesessions sind ja immer samstags. Oh, ich glaube, da stand ein Baum. Alter, schon wieder ein Ballen fertig. Soja können wir im Moment für 2,5 verkaufen. Vielleicht steigt der Preis ja noch ein bisschen. Übrigens ist das Zeitmanagement an das Lohnunternehmen abgetreten worden. Das heißt, das LU bestimmt, wann geschlafen wird. Das ist ja vorgegeben um 21 Uhr. Und dass eben Anfang, Ende immer auf 5 oder 1 gestellt wird. So, dann sind wir hier schon fertig. Ich glaube, das sind jetzt schon mindestens 20 Ballen. Und wir müssen uns als nächstes auf jeden Fall ohne Wenn und Aber noch ein neues Feld kaufen. Sonst kriegen wir langsam richtig ein Problem. Jetzt kommen wir ins Hintertreffen. Durch das, dass wir ein Feld weniger hatten zu Beginn, haben wir nämlich einen Nachteil. Und den müssen wir irgendwie wieder wettmachen. So, schön, dass das LU hier auch mitgedacht hat und natürlich auch die Randflächen gemäht hat und nicht nur das Feld an sich. Sehr schön. So, wir haben hier jetzt schon einen Ballen. So, ich weiß gar nicht, ob es sinnvoll ist, dass die Ballen gesammelt werden oder nicht. Ich stelle jetzt mal auf automatisch. Guck mal, wie gut das funktioniert. Aber dann legt er ja jedes Mal einen Ballen ab, gell? Aber brauche dafür keine Zeit. Jetzt. Das war aber ungeschickt. Und hier ein bisschen Gras liegen lassen. Oh, der läuft genau auf die Schwad. Irgendwie dauert das Wickeln genauso lang wie es voll werden. Ich weiß übrigens nicht mal mehr, ob wir uns die Ballenwickelmaschine gemietet hatten oder gekauft. Gemietet. Okay. Das heißt, davon werden uns auch noch einige Kosten abgezogen, weil wir hatten die ja die ganze Nacht.
Ballen liegen hier schon. Haben wir übrigens noch irgendwas zum Verkauf? Mein Ladewagen steht noch unten, gell? Stimmt, wir haben doch nur einen Ladewagen. Hatte ich doch glatt vergessen. Das steht noch beim Shop, glaube ich. So, die Zeit rennt hier wieder davon. Ah, diesmal hat es geklappt. Das war nämlich mein Gedanke, dass der den Ballen schon ablegt, wieder zurückfährt und dann hier in diesem Vorgang nicht so lange braucht. So, es wird auf jeden Fall reichen, die Zeit, damit wir die ganzen Ballen hier fertig pressen. Dann können wir die nächstes Mal auf jeden Fall verkaufen. Und dann mal ein bisschen Gewinn einfahren. Noch zwei Schwaden, die wir verwickeln müssen. Oder verpressen. So, aber ich weiß jetzt gar nicht, was das LU für uns nächstes Mal machen könnte. Ich bin am Überlegen, ob wir vielleicht ein bisschen ein paar Bäume hier fällen sollen. Das wäre natürlich zusätzliche Einnahmequelle. Könnten wir eigentlich machen. Oh, das reicht gar nicht mehr für einen weiteren Ball. Ah, 500 zu wenig. Ich glaube, das kommt hier nicht mehr raus. Da liegt auch noch was. Aber nee, das wird nicht reichen für einen weiteren Ball. So, aber wir haben hier jetzt 2, 4, 6, 8, 10, 11, 16 Ballen. Nee, man kann den Ballen hier nicht rauswerfen. Mal gucken, ob ich noch ein bisschen Gras finde. Den Schafen vielleicht. Aber natürlich auch nicht so viel. Ich habe nämlich, glaube ich, wirklich alles jetzt aufgesammelt. Ich meine, wir könnten das LU eigentlich theoretisch gleich nochmal hier mähen lassen.
Skorpion. Aber, Ich bin schon seit dem LSL. Klopf, klopf. Ja, ja. So, wir sind schon wieder am Ende. Okay. Und dann. Gott. Ja. Wir danken uns fürs Zuschauen, fürs Mitspielen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss.